Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Heute geht es in Teil 8 um die Eisenwand und so Kästchen werden gemacht. Da kann man Wein reinstellen zum Beispiel oder Wasser kann man reinstellen. Man kann auch zum Beispiel Klopapier hineinstellen, aber hier ist kein Klopapier. Klopapier ist eher unnötig. Viel Spaß beim Zuschauen. Wenn es euch nicht gefällt, schaut trotzdem zu. Aber was hast du da? Das ist ja schon fertig in Wirklichkeit. Ach so, fertig ist. Also in Wirklichkeit ist das ja schon fertig, ne? Es ist fertig. Was hast du denn da wirklich jetzt reingestellt? Das sage ich nicht. Echt? Ich halte mir die Ohren zu, dann kann ich nichts hören. Kreissägen? Bitte? Kreissägen? Es ist eine große Kreissäge drin, eine CNC, eine große CNC-Maschine ist in einem Kästchen mit der Fräse drin. Mit der Fräse, die ist 5 Meter lang und 12 Meter breit und 28 Meter tief und 3 Meter hoch und breit auch noch. Und dann in einer ist eine Absaugung drinnen, die ist extrem groß. Da habe ich mich echt gewundert, wie die in dieses Kästchen hineingepasst hat. Boah, ja. Bist du deppert. Ja. Viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt fehlen noch diese zwei Platten hier, also diese hier und diese. Und hier oben muss ich noch ein paar Schrauben geben, dann ist es fertig. Hier werde ich ganz normal eine Phase geben und hier werde ich ausfelzen, denn das habe ich mit der Fleck, mit der Trennscheibe nicht so genau schneiden können. Ist eigentlich eh klar, dass ich das nicht so genau schneiden habe können. Ich hätte mir ein Brett hinspannen können und den Brett entlang schneiden, vielleicht wäre das besser gegangen. Aber mein Plan von vorhinein war, dass ich dann einen Falz fräse. Ich habe so Nutfräser für die Oberfräse und da stelle ich mir einfach so ein, dass ich keine Nutfräse, sondern außerhalb der Platte, dann ist es ein Falz und dann decke ich diesen Schnitt ab und es schaut perfekt eigentlich aus. Das hier ist der Fräser, mit dem werde ich jetzt so weit nur eintauchen, dass ich einen Falz fräse. Ich habe mir die Platten angezeichnet, Phase, Falz, damit ich das weiß, dass ich das nicht vertausche. So, stelle ich mir das freie Auge ein, 4 mm hat die Platte circa. Das stelle ich mir hier ein. Jetzt halte ich mir das nur her, um zu schauen, ob es passt oder ob es nicht passt. Und es passt. Jetzt werde ich das zweite genauso fräsen. Diese zwei Teile werde ich gleich hier schleifen, sowieso. An der Wand schleifen wir ein bisschen. Und streichen werde ich es gleich hier. Dann muss ich da oben diese zwei nicht mehr streichen. Wer das hier ein wenig anzieht, streiche ich das oben und dann ist diese Wand eigentlich fertig, wenn nicht schief geht. Ich schaue immer, dass die Schrauben schön senkrecht stehen, die Schlitze. Der mal echt neapolitanische Pizza macht, das wäre auch cool. Na servus, du's gestörte Wünsche. So, ich muss jetzt filmen, 15 Minuten jetzt nichts schreiben, sonst piepst. So, los geht's. Das überschüssige Öl wird weggewischt. Das habe ich jetzt ca. 10 Minuten einwirken lassen. Stecke mir die Schrauben schon vor, dann habe ich es oben hoffentlich leichter. Stelle es mir gleich richtig her. Ich drücke es fest rüber, dass hier die Luft passt bei der Phase. Also hier soll die Luft ja passen, also keine Luft. Und hier aufgrund des Falzes ist es sowieso egal. Thank you.
Das habe ich jetzt hier schmutzig gemacht, das werde ich noch wegwischen. Geschafft. Das war jetzt nicht unbedingt ein einfaches Projekt, hat lange gedauert. Ich hätte es natürlich auch einfacher machen können. Ich hätte eine Sturzschallung wie hier machen können oder mit MDF-Platten oder Rigips, wie auch immer. Aber ich habe mich halt für das hier entschieden. Diese Einbaukästen finde ich toll. Vielleicht wird dieser eine Kasten gar nicht nutzbar sein, weil die Bahnsäge davor stehen muss, weil ich anders keinen Platz dafür finde. Aber dann ist es auch kein Problem. Dann kann ich da zum Beispiel Sachen hinein, die ich nicht so oft nehmen soll, nehmen darf. Schokolade, Haribo, Kindergummibärchen oder so. Dann freue ich mich jedes Mal, wenn die Bandsäge umfällt und ich kann dieses Kästchen aufmachen und komme zu meiner Schokolade. Hoffentlich lasse ich sie nicht zu oft umfallen. Auf jeden Fall will ich mich bedanken, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich werde jetzt alles wegräumen und werde euch noch einen Schwenker dann durch die Wand filmen, damit ihr das alles halbwegs genau seht. Es fehlen hier oben nur noch die Deckenleisten, die Abschlussleisten, die Randleisten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die überhaupt montieren soll, da die Schattenfuge von den Eisenplatten so präzise eigentlich ist oder so einigermaßen präzise, weil die Decke sehr gerade ist, werden wir sehen. Danke, tschüss Papa, bis zum nächsten Mal und bleibt mir gewogen und wie immer, fallt mir nicht nieder. Baby, Baby, du schöne Wand. Oh Baby, Baby, du schöne Wand, oh yeah, du stehst mitten im Burgenland, oh yeah. Du bist die schönste Wand im Burgenland. Oh Baby, Baby, warum bist du so, warum bist du so und nicht anders, oh yeah. Na, mir fällt kein Text ein. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Viel Spaß beim Zuschauen. Danke. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert den Kanal und vergesst nicht, Gefällt mir zu drücken. Und wenn ihr vergessen habt, macht nichts, dann drückt morgen. Tschüss.